entschuldigen, ihr seht es hier, ja. Mein Cyborg-Auge. Filmfans und fucking Freaks, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar ja, habe ich ein Mystery-Paket bekommen vom lieben Mario vom Kanal Studio M. Den Link zu Marios Kanal stelle ich euch natürlich in die Videobeschreibung und ja, schaut da mal gerne vorbei. Auch er macht unter anderem Film-Update-Videos und so weiter und ja, ich hatte halt noch so ein paar, ja, ein paar, wie sagt man, ein bisschen Tauschmaterial hatte ich noch übrig und ja, damit ich euch auch noch mal was, ja, präsentieren kann, habe ich ihn einfach mal angeschrieben und er hat gesagt, ja, ich guck auch mal und ja, da kam dann doch ein sehr, sehr großes Päckchen vorbei, ja, ich würde auch mal so locker um die 3 Kilo Film tippen, beziehungsweise 3 Kilo Gewicht. Und ja, er hat mir geschrieben, ich soll das irgendwie vorsichtig an der Seite aufmachen, wo es, glaube ich, doppelt geklebt ist, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, das müsste diese Seite sein. Und ich würde einfach mal sagen, fangen wir an. Und ich muss mich nochmal entschuldigen, ihr seht es hier, ja, mein Cyborg-Auge. Ja, der tolle Typ, der hier eigentlich mal unsere Decke verputzen sollte, weil ich den Kronleuchter von der Decke gerissen habe, ist immer noch nicht da. Deswegen habe ich immer noch hier dieses Selfie-Licht. Wenn ich das auch ausmachen würde, wäre es leider zu dunkel hier in der Bude, trotz Sonne. Ich hoffe, es ist okay. So, dann ja, habe ich hier mein Mackie-Messer, ja. Ich mache es jetzt mal vorsichtig an der Seite auf. Und ich hoffe, es ist auch die richtige Seite. Und ich stelle es mal lieber hochkant, glaube ich. Und ja, ich freue mich natürlich wahnsinnig. Bin tierisch aufgeregt, was drin ist. Und also natürlich Filme, ne, ist klar, aber was für welche? Und ah ja, ich glaube, es ist die richtige Seite. Da sehe ich schon den. Das Zettelchen sehe ich. Wunderbar, hör mal. Alles richtig gemacht. So. Sogar persönlich unterschrieben. Sehr schön. So, erstmal. Hallo, lieber Olli. Ich schreibe dir diesen Brief lieber auf dem PC, da du ja vielleicht meine Sauklaue sonst nicht lesen kannst. Okay, habe ich auch gemacht. Ich hoffe, ich kann dir mit dem Paket eine kleine Freude machen und hoffe, es sind ein paar Filme dabei, die du gebrauchen kannst und noch nicht in der Sammlung hast. Ganz bestimmt. Und du weißt ja, wie es ist. Manche der Filme hat man doppelt im Regal, manche hat man upgegradet zur Blu-ray, manche mag man einfach nicht oder man hat sich schon dran satt gesehen. Die einen hat man selbst mal geschenkt bekommen, die anderen gekauft. Ganz genau so ist es. Lange Rede, kurzer Sinn. Viel Spaß beim Auspacken und beim Anschauen. Liebe Grüße, Mario. Ja, super geil. Schön geschrieben und ja, wie gesagt, den vorletzten Abschnitt unterstreiche ich ganz genauso. Es ist einfach so, ja. Irgendwann kommt man ins Grübeln und denkt sich, brauche ich das noch? Ne? Aber das soll ein anderes Thema sein. Hier geht es jetzt ums Auspacken. Und ja, wunderbar. Ich kann auch ruhig reingucken, weil ich kann nicht sehen, was es ist. Dann fangen wir mal einfach hier an der Seite an mit Film Nummer 1, ja. Geil. Kenne ich nicht. Schon mal Volltreffer. Auf DVD haben wir hier, ja, in der 18er Version, Humans, sie haben überlebt. Kenne ich nicht, sieht nach Monsterfilm aus, oder? Die französische Antwort auf Hills Have Eyes und The Descent. Ja, irgendwas verfolgt hier wohl ein paar wie heißt das? Rucksacktouristen in den Schweizer Alpen. Sehr interessant. Gucke ich mir gerne an. Ich mag sowas, wenn es irgendwie so im Wald spielt oder in Höhlen oder so.
Da bin ich auf jeden Fall Freund von und die Bilder sind auf jeden Fall vielversprechend. Da habe ich auch ehrlich gesagt noch nichts von gehört. Sieht auch nicht unbedingt nach einer günstigen Produktion aus, auch egal. Ist das denn was Französisches auch? Achso, ja, französische Antwort, ja. Alles klar, guten Morgen. Auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil. Oh, auch sehr gut. Den habe ich noch nicht gesehen. Jezebel, die Vorsehung. Ich glaube, den habe ich noch nicht gesehen. Ja, ein etwas, ja, ein neuerer Horrorfilm, sage ich mal, so in dieser neuen Insidious Sinister Welle, sage ich jetzt mal. Und den habe ich auch noch nicht gesehen. Glaube ich. Ich kann die auch heutzutage alle ein bisschen schwer auseinanderhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber von daher habe ich nicht. Alles gut. So, dann haben wir hier was in der roten Emery. Den habe ich schon, aber das macht gar nichts. Ein sehr, sehr guter Film, wie ich finde. Also eine gute, gelungene Fortsetzung von Steven Seagal, Alarmstufe Rot 2. Ja. Ihr Ziel, das Pentagon, ihr Preis, 1 Milliarde Dollar, ihr Problem, der Koch, ja. Das könnte auch auf mich zutreffen. Also wer es nicht weiß, ich bin auch Koch. Ja, ein absolut einer der wenigen guten Seagal-Klassiker aus den... Ist, ach, Mitte 90er ist es noch, okay. Mitte 90er, genau. Ja, wie ich finde, sehr, sehr geil. Auf jeden Fall empfehlenswert. Und ja, hier gibt es, glaube ich, ein Blu-ray-Steelbook mit beiden Teilen, glaube ich, aber da warte ich noch auf eine normale M-Ray. Das Steelbook möchte ich jetzt nicht so unbedingt haben. Und dann als nächstes haben wir hier den ersten Teil davon. Ja, wie gesagt, ich habe noch diese alte Warner Brothers Box mit den, also im Schuber, da habe ich die drin. Und aber das wird auch auf jeden Fall immer gesucht und ist auch gutes Tauschmaterial. Von daher, ja, mega geil. Oh, okay. Dann haben wir hier einmal das vierte Protokoll nach einem Roman mit, wie heißt er denn nochmal? Pierce Brosnan und Sir Michael Caine. Sagt mir gar nichts. Aber scheint so ein bisschen Drama-Thriller-mäßig irgendwie zu sein. Muss ich mal kurz aufmachen, weil das hört sich etwas locker an. Ja, da hat sich die. Aber sagt mir gar nichts, habe ich auch noch nie von gehört. Aber das könnte ich eventuell. Ups. Ja, die. Ist egal, hat sich da drin ein bisschen gelockert. Das könnte ich eventuell mal meinem Schwiegervater geben. Ich glaube, den könnte sowas interessieren. Echt noch nie von gehört. 1986 aus Großbritannien. So, dann haben wir hier. Ach, sehr schön. Schöne alte VÖ. Also von Best Entertainment, ja. Und zwar haben wir hier John Carpenters The Fog. Ja, da werden wahrscheinlich einige die Hände über den Kopf schlagen. Den habe ich tatsächlich nicht in meiner Sammlung. Und ja, hier steht längste ungeschnittene Fassung. Da muss ich mich mal irgendwie näher mit beschäftigen, ob es hier irgendwie einen Unterschied gibt zur normalen 16er-Version. Weil Best Entertainment hat ja auch damals immer so ein bisschen geschummelt, ne, wie es jetzt hier steht, Special Uncut Version. Da kann ich mich zum Beispiel erinnern bei, wie heißt das denn? Full Metal Yakuza und ne, da stand auch Special Uncut Version und dann war er auch nicht ungeschnitten. Ja, muss ich mal schauen. Aber trotzdem geil, wie gesagt, habe ich nicht und kommt erstmal so in die Sammlung auf jeden Fall. Dann kommt der nächste. Die Todesfäuste der Shaolin in der Wild Eastern Collection. Puh, ich tue mich mit sowas immer ein bisschen schwer irgendwie. Aber ich gucke trotzdem gerne mal rein. Und wenn nicht... Ich habe auf jeden Fall jemanden an der Hand, den das eventuell, wenn er es auch nicht hat, interessieren könnte. Ja, wie gesagt, die Todesfäuste der Shaolin hier in einer ab 12 Fassung. Ich weiß nicht, ob das so
Ist das richtig so? Ist der relativ harmlos? Für Todesfäuste ist aber ein bisschen harmlos, ne? Ja, wie gesagt, es ist eigentlich nicht so meins, aber wie gesagt, ich gucke gerne mal zum Reinschnuppern auf jeden Fall rein. Und dann entscheide ich einfach mal. Ich kenne sowas aus der Richtung eher selten was. Dann haben wir... Ja, ich glaube, den hast du mal von Dingo oder Stone Cold bekommen. Und irgendeiner von den beiden hat dir diesen Film auch in einem Mystery-Paket geschickt. Und der kam nämlich ursprünglich von mir. Und jetzt ist er wieder zurückgekommen. Ja, das DVD-Mediabook zu Ashes of Time. Kann ich nichts zu sagen, weil ich da erst gar nicht reingeguckt habe. Hat mich jetzt nicht so angesprochen. Ist aber lustig, dass er wieder hier bei mir zu Hause gelandet ist. Ja, herzlich willkommen. So, als nächstes haben wir hier... Geil. Und das ist der das... Oh, ich krieg... Ja, mega geil. Guckt euch das an. Vier Fäuste gegen Rio. Das ist einer meiner Lieblings-Bud Spencer und Terence Hill Filme. Und ich muss auch gestehen, ich habe von denen nichts in der Sammlung, rein gar nichts. Ich habe die damals als Kind auf jeden Fall geliebt. Dann wurden die mir ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Dann, weiß ich nicht, auf Kabel 1 oder so, da liefen die irgendwie rauf und runter. Da hatte ich ein bisschen die Schnauze voll. Dann kam so ein bisschen Ruhe ins Land, sag ich mal. Und dann waren irgendwann ein, zwei Filme, glaube ich, auf Amazon Prime oder so. Dann habe ich mal reingeschaut und dann habe ich wieder richtig Blut geleckt quasi. Und ja, wie gesagt, der hier mit den Doppelgängern ist einer meiner Lieblingsfilme von den beiden und absoluter Volltreffer. Und ich werde mir bestimmt irgendwann mal so eine Bud Spencer und Terence Hill, vielleicht sogar eine Blu-ray-Box, wenn es das gibt, holen. Aber den werde ich erstmal behalten. Volltreffer, richtig geil, da freue ich mich. So. Tue ich das mal auch kurz weg. Und dann kommt der nächste. Oh, wow, es geht weiter. Zaccato, die Faust des Todes. Der Charles Bronson des fernen Ostens. Eastern Box Volume 3. Wie gesagt, kann ich auch gar nichts zu sagen. Ist hier ab 18, hier scheint es anscheinend ein bisschen härter zur Sache zu gehen. Bislang in Deutschland nicht auf Video oder DVD erschienen. Okay. Da scheint ja dann doch vielleicht etwas Besonderes zu sein. Wahnsinn. Ja, da oben scheint auch schon irgendwie eine Exekution stattzufinden. Ne? Schaut mal, da sind sie alle auf den Knie und angefesselt. Ja, mal gucken. So, als nächstes haben wir hier mit Harrison Ford und Paul Bettany Firewall. Habe ich auch noch nie von gehört. Paul Bettany spielt... Ist das nicht... Paul Bettany, ist das nicht Vision von hier The Avengers? Heißt der nicht so? Der macht noch einen anderen Film mit. Okay, ja, scheint auch ein Thriller irgendwie zu sein. Ja, Hightech-Thriller, okay. Gucke ich gerne mal rein. Eigentlich sehe ich Harrison Ford total gerne. Ja, super, dankeschön. So, dann haben wir... Okay. Ein deutsch-israelisches Roadmovie, Metallic Blues. Noch nie gehört. Gefördert durch Filmförderung Hamburg. Noch nie von gehört. Abgefahren. Metallic Blues. Boah, du merkst schon, ist jetzt kein Vorwurf um Himmels Willen, ne? Aber du merkst schon beim Aufmachen, wie dir das hier, guckt euch das mal an, diese blöden Öko-Hüllen hier, ey. Sagt mir gar nicht, noch nie gehört. Weiter geht's. Und weiter geht's mit Kung-Fu-Action, ja? Mit Shaolin, die Rache der gelben Teufel. Puh. Ich meine, das hätte ich schon mal gehört, zumindest. Ist
Ach, hier unten von Madison Home Video. Ja, die gab es ja auch mal, stimmt. Die haben aber auch, glaube ich, mal irgendwie was mit MIB irgendwie am Hut, weil MIB hatte auch immer hier dieses Layout. Ah, wie gesagt, sagt mir auch gar nichts. Aber da kommen ja auf jeden Fall ein paar gute Shaolin-Filme zusammen. Oder Kung-Fu-Filme. Und wie gesagt, da habe ich einen in der Hand, der ist nämlich Hongkong-Fan. Vielleicht hat er ja mal Bock zu tauschen oder so. Dann haben wir hier mit Russell Crowe und Denzel Washington American Gangster. Habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen. In einer Extended Edition sogar. Ab 16, okay. Ridley Scott-Film. 18 Minuten länger, alternatives Ende. Mhm. Auch noch nie gesehen. Interessant. Denzel Washington, ja, sehe ich eigentlich ganz gerne. Ich mag den erst so richtig seit The Equalizer, muss ich sagen. Und ja, bin ich mal gespannt. Top. Der nächste. Ich glaube, der war auch mal von mir, meine ich. Oder ich habe... Egal. Alles kommt wieder zu mir zurück. In der alten Widescreen Edition mit Eddie Murphy, Metro. Habe ich kaum noch Erinnerungen dran. Ich bin auch nicht so unbedingt Eddie Murphy Fan. Ich finde den teilweise ein bisschen nervig, muss ich sagen. Und ja. Von daher kann ich da nicht so viel zu sagen. Dann. Das ist, glaube ich, ein Remake, oder? Haben wir hier einmal Poseidon. Sehr interessant. Wie heißt er nochmal? Ah, ich und Namen, ne? Kurt Russell. Ein Film mit Kurt Russell unter anderem. Sehr, sehr interessant. Boot-Action auf hoher See. Eine Zweier-Disc-Version sogar. Spielfilm und wahrscheinlich Bonus. Mega geil. Da schaue ich auf jeden Fall. Das ist so ein geiler Sonntagsfilm, denke ich mal. Vom Regisseur von Der Sturm und Troja. Wolfgang Petersen. Poseidon. Mega interessant. So, weiter geht's. Sehr cool. Kenne ich nicht. Der hat keine Freigabe? Muss ich mal eben gucken. Krass. Sehr, sehr geil. Ja, auch noch nie gesehen, ein Film von oder mit Dolph Lundgren. Comment Performance, hier oben steht in der Uncut Edition. Und ja, ich kann hier keine Altersfreigabe erkennen. Kann auch sein, dass es eventuell ein Bootleg ist. Da müsste ich nochmal gucken. Was aber auch absolut nicht schlimm ist. Gucke ich auf jeden Fall gerne mal rein, ja. Ich glaube, den gibt es auch nicht auf Blu-ray, meine ich. Sehr, sehr interessant. Von 2009. Auch Regie von Dolph Lundgren. Krass, wusste ich gar nicht. Sehr geil. Top. Und als nächstes haben wir hier Larry the Cable Guy, der Gesundheitsinspektor. Okay. Hat aber jetzt nichts mit Cable Guy von damals, wie heißt er? Jim Carrey zu tun, oder? Ach nee, der arbeitet beim Gesundheitsamt. Ja, scheint so eine, ich sag mal, so eine Blödelkomödie zu sein. Auf jeden Fall hier, ne? Schön Duckface, der Typ. Ja, kann man sich bestimmt auch mal reinziehen. So als No-Brainer quasi. Interessant, lustig. Und dann haben wir hier, ja, die waren auch mal in meiner Sammlung. Civic Duty und Savage, ja, die im Digipack von Störkanal. Ich habe mir mal ein paar Störkanal-Sachen angeguckt und das ist so nicht meins. Deswegen, also die habe ich zum Beispiel beide gar nicht gesehen. Ich weiß, dass es hier, glaube ich, um 9/11 geht. So indirekt, aber die sind halt teilweise so sehr speziell. Ja, sind auch wieder zurück in meinem Haushalt. Geil. Und dann haben wir hier, ich glaube, der ist gekürzt.
Hausmassaker. Ich glaube, der heißt eigentlich im Originalen Mom and Dad. Wäre interessant gewesen, aber ich glaube, der ist in der 18er Fassung geschnitten. Aber ist nicht schlimm. Verkaufe ich an Ahnungslose auf dem Trödel für 15 Euro oder so. So, dann kommen wir zu den letzten drei Filmen und das sind Blu-rays. Oh, dann haben wir schon leider den ersten doppelten. Fand ich auch ehrlich gesagt nicht so toll. Fürst der Dämonen in 3D. Hier so in der Erstauflage im Schuber. Geht 111 Minuten, sehr, sehr lange. Ist auch, glaube ich, was. War das nicht auch was Russisches oder so? Oleg Stepchenko. Kann was Russisches gewesen sein. Also optisch auf jeden Fall top. 3D-Effekte top. Story ist leider nicht so toll. Ein bisschen langweilig leider. Aber ja, wer so auf Fantasy-Märchen steht, für den ist es vielleicht was. Der kann sich da vielleicht noch für begeistern. Für mich war es leider auch nichts. Aber ja, trotzdem danke dafür. Ich glaube, den hat mal ein Kumpel von mir gesucht oder so. Mal schauen. Und den habe ich leider auch schon. Ist leider auch die gekürzte Fassung. Aber macht nichts. Wie gesagt, Trödelmarkt, ja, 15 Euro kauft jeder. So, The Collector. Hier von Blizzard Splendid Film. Leider die gekürzte Fassung. Aber ansonsten ein sehr, sehr guter Film. Und dann haben wir als letztes hier. Habe ich nicht. Fand den aber im Kino scheiße. So, jetzt ist es raus. Ja, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, der den absolut scheiße fand. Aber trotzdem für meine Rob Zombie-Sammlung behalte ich den definitiv. Und zwar hier Rob Zombies 31 oder 31. Ich fand den leider echt schlecht. Also ich habe auf jeden Fall, also ich mag Rob Zombies Filme. Ich mag auch den etwas schwächeren, wie heißt der nochmal? Salem Slot? Ne, wie heißt der? Return to Salem? Irgendwas mit Salem, glaube ich. Der war ja auch etwas schwach, so das Finale hat es das nochmal so ein bisschen rausgeholt. Aber der hier war leider total irgendwie. Ich finde die Charaktere sind geil. Wie heißt er hier nochmal? Irgendwas mit Head oder so. Kannst leider nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall hier, spielt seine Sache richtig geil. Hier Rob Zombies Frau spielt in. Ich meine, die ist allgemein keine großartige Schauspielerin, aber hier spielt die meiner Meinung nach so unterirdisch, so richtig trashig, ja. Dann diese scheiße Wackelkamera, das hat mich alles irgendwie total genervt, aber. Und mit den, ja, ich sehe es gerade hier, 102 Minuten. Ich habe mich echt teilweise im Kino ein bisschen durchgequält, muss ich sagen, aber ich. Wird mir den trotzdem irgendwann auf jeden Fall nochmal angucken. Aber der Schmerz sitzt noch so tief, ja. Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, der den echt scheiße fand. Aber ja, so sind halt Geschmäcker. Ach so, ich habe gerade was gelesen, entschuldigt bitte. Ja, ich bin trotzdem gespannt auf Rob Zombies neuen Film. Da geht es ja weiter mit der Geschichte von The Devil's Reject. Bin ich mal gespannt, wie der das machen will. Und hoffentlich wird der besser als 31. So, schauen wir noch mal, ob es hier irgendwelche Specials noch gibt. Nee, außer Kreuzworträtsel gibt es nichts. Nein. So, das soll es gewesen sein. So, ich halte noch mal den fetten Stapel hoch und muss sagen, im Großen und Ganzen kann ich da auf jeden Fall was mit anfangen. Ja, wie gesagt, ich finde es mega lustig, dass einige Sachen wieder zurück in meine Sammlung gekommen sind. Und ja, von daher, lieber Mario, vielen, vielen Dank, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe,
dein Paket gefällt dir auch einigermaßen und da ist vielleicht hoffentlich auch was dabei, was du noch nicht hast oder was du noch nicht kennst, was interessant sein könnte. Mein Gott, ich weiß gar nicht, wohin mit dem Stapel. Und ja, es reicht auch, ne? Ich meine, guck mal hier, guck mal auf die Uhr, es ist Zeit, Freunde. Und von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Nochmal vielen Dank an dich, Mario. Und von daher würde ich sagen, macht's gut, euer Moviepicker.